Guten Morgen, ihr Lieben. Es ist wieder Matschi Day. Und ja, wir waren heute Morgen schon ganz früh wach, weil irgendwie weckt mich die innere Uhr immer, wenn unser Fress-Esstag ist. Wir waren schon, ich glaube um 7.30 Uhr wach oder so. Und sind dann aufgestanden und dann zum Sport gegangen, eine Dreiviertelstunde. Hab heute Push trainiert, einfach weil ich im Moment auch nicht in Topform bin. Und deswegen habe ich gesagt, okay, gehe ich vorher noch ein bisschen trainieren. Und will aber trotzdem meinen Cheat Day genießen und ja, fühle ich mich einfach besser. Und jetzt ist es inzwischen schon 9.30 Uhr, glaube ich, oder so. Und die Pizza ist gleich fertig und täglich grüßt das Murmeltier hier wieder. Diesmal gibt es Gorgonzola-Pizza. Ich zeige euch die gleich mal. Und ja, ich nehme euch einfach heute mal wieder mit auf meinen Cheat Day. Ich hoffe, es euch gefällt es. So, ihr Lieben, der Julian war in der Zeit, wo ich hier unter der Dusche war und mich ein bisschen zurecht gemacht habe, schon mal ganz lieb und hat mir Pizza gemacht. Und so sieht das Ganze jetzt aus. Gorgonzola-Pizza mit extra Käse für mich. Und dazu gibt es wieder dieses Millermilch-Choc-Karamell. Das war total lecker. Schmeckt zwar mehr nach Schokolade, aber genau das ist ja mein Geschmack. Und hier seht ihr meine kleine süße Maus heute in seinem Trainingsanzug. Doch nichts Geileres, oder? So schön am Sonntag ab nach dem Training im Trainingsanzug, schön geduscht. Ja, da fühlt man sich doch einfach nur genial. Ich glaube, das wird nie vergehen, egal wie... was wir machen, welchen Beruf wir haben oder wie auch immer. So, was ich habe jetzt meine Pizza aber mit Salami mit drauf und diesmal keinen Fleischsalat. Ja, also ich breche mich. Was ist denn da los? Ist der krank? Ofenaufstrich Flammkuchen. Boah, das hört sich jetzt aber gut an, oder? Kannst gern naschen. Ich weiß noch nicht, wie es schmeckt. Ich darf naschen, das ist ja unglaublich. Sonst gibt Julian noch nichts von deinem Essen. Ofenaufstrich. Nicht von meiner Pizza, von meinem Ofenaufstrich. Da ist ja auch gut was drin. Ich würde sagen, ab geht's, ey. Ab geht's. Viel Spaß. So, jetzt habe ich gerade ein kleines Nickerchen gehalten. Ich war so fertig vom Sport und vom Essen. Das ist so anstrengend. Und es ist ja auch schon 11 Uhr oder 11.30 Uhr. Ja, und ich bin jetzt dabei. Es gibt bei mir Müller-Milchreis mit Zucker und Zimt. Und danach gibt es von Florida Eis eine kleine Packung Maracuja-Eis. Ja, und jetzt wache ich hier auf und muss sehen, was guckt denn der Julian hier? Das war voreingestellt von dir. Quality TV. Nee, das war voreingestellt. Quality TV. Richtiger Bullshit. Hm. Hallo, was gibt's da bei dir? Chocolate and Mandelmarzipan. Auch nur so ein kleines? Mhm. Ich muss sagen, übrigens, meins hier ist so lecker. Ich kann es echt nur empfehlen. Wolltest du nicht auch ein Sorbet? So ein kleiner Magen-Erleichterer? Nee. Na ja. Jetzt lass mich die Geistes gucken. Seht ihr? War nur Spaß. Vorgefahren. Süd. Mal sehen. Mal sehen. Was jetzt kommt, ob alles richtig ist. Oh ja. Na, wie geht's denn, mein Schatz? Bist du gut eingepackt, mein kleines Mäuschen? Nee, ich bin auch so Kohlenhydrat überlastet gerade. Ich ein bisschen hat so besonders gute Laune. Und auch die zwei, Vorsicht, die zwei, hier, bitte schön. Die zwei Weiberbiere. 20,15? Machen mich müde. 15. Ja, na was denn nun hier? Also, gib mal her. Ja. So. Wir warten jetzt mal. Sede. Sedele. 20,50. Oder so. Schon teuer. Dann gib mir die 30. Dankeschön. Muss mich hier mal zurück. Ja, das haben wir ja beim Cheetah-Einkauf extrem gespart. Wir haben, glaube ich, die Hälfte, wenn überhaupt, war von sonst. Ja. Ich war ganz sparsam beim Cheetah-Einkauf und ich habe, also ich glaube, der. Danke schön. Vielen Dank. Ja, mache ich. So, ich war so krass sparsam, sage ich euch, weil wir haben nur den halben Wagen vollgepackt und nicht den ganzen. Ja. Weil einfach zwei Tüten nur statt vier oder fünf. Ja, genau, nur zwei Tüten. Wir waren richtig gut. Nee, einfach nur aus dem Grund, dass ich ja eigentlich nicht so viel essen wollte. Außerdem habe ich ja schon wieder ein Nickerchen gemacht heute Mittag oder heute Vormittag. Und ja, wir gucken jetzt einfach mal, wie der Tag endet. Ob wir noch essen gehen oder ob wir einfach nur vor der Couch enden, ne? Ja.
Okay, Leute, wir sind jetzt hier bei Alina. Es gibt Crispy Chicken, Long Chicken mit extra Tomate und extra Käse. Jetzt ist da endlich mal was drauf auf diesem Burger. Und dazu gibt es Pommes und eine Cola Light. Und als Nachtisch haben wir hier ganz leckere, guck mal hier, Süßigkeiten. Milka Nussflee, Alpenkugeln, Daimkugeln. Das wird was. Ja. Yeah. So, wir fahren jetzt nach Hause. Es ist dunkel in Heiligensee, oder? Ganz dunkel. Nichts, ja. Hallo. Und ich fahre jetzt mal Alinas Auto. Beim Tageslicht mache ich das nicht. Weil, ein Mann, weil ihn ja jemand sehen könnte. Er ist ein Boxster, kann ja kein Mann fahren. Aber wenigstens ein Sportboxster. Ja, der kann, keine Ahnung, fliegen. Er ist immer ein Boxster. Okay, aber mich sieht da jetzt keiner. Wie jetzt wahrscheinlich auch auf der Kamera mich keiner sieht. So, Mausi, was sagst du? Wie fährt sich mein kleines Autochen? Auch ganz niedlich eigentlich. Ach, niedlich fährt sich das. Ja, ich habe jetzt nicht unbedingt das Bedürfnis, 4 Stunden an die Nordsee zu fahren. Oder nach Köln oder so. Aber so mal kurz für die Stadt finde ich das ganz cool. Ich finde das perfekte Frauenauto. Muss ich ehrlich sagen. Also ich muss sagen, in meinem Smart war ein bisschen mehr Platz vorne sogar. Also ich muss sagen, ich sitze echt super, weil ich auch, jetzt seht ihr das gar nicht, habe super viel Beinfreiheit. Aber jetzt sehen Sie es. Ich habe super viel Beinfreiheit hier. Aber ich weiß, was Julian meinte mit es ruckelt. Ey, das ist aber anstrengend als Beifahrerin. Jetzt will ich wieder selber fahren. Oh, da ist ganz schön Lärm mit hier nochmal. Ja, aber Julian hat noch gar nicht den Turbo-Powergang, die Hoverkraft des Autos an. Das habe ich noch nicht gemacht. Aber ich muss sagen... Das traut er sich nämlich nicht, das darf nur ich ausprobieren. Ich muss sagen, es ist echt, echt niedlich. Also im Vergleich will ich natürlich nicht in 100 Jahren tauschen gegen SL. Aber... Gegen den Boxster. Ganz süß. Und mich sieht keiner. Ja, das ist das erste Mal, dass Jörn fährt. Das erste, allererste Mal, sonst wollte er nicht gesehen werden in meinem Auto. Da ist ihm wohl peinlich. Also, wir sind jetzt wieder da. Zu Hause, ich habe die Pommes aufgeschnappert vom Imbiss und ich will schon die ganze Zeit diesen Imbiss ausprobieren, weil alle sagen, der ist so gut und ich fand sie einfach nur fettig. So gut waren sie nicht, ne? Vielleicht waren wir jetzt auch einfach ein bisschen später. Vielleicht sind die am Tage besser, ich weiß es nicht. So das alte Bratfett abgekriegt. Ja, und jetzt möchte ich wieder was Süßes essen. Und kennt ihr so eine Kindheitssachen? Dieser... weiß ich nicht, Sahnepudding nennt er sich. Den gibt es bei Reichelt und Edeka. Auf jeden Fall von dieser gut und günstig Billigmarke. Und der ist so lecker, ich weiß auch nicht. Den habe ich als Kind immer gegessen. Laura. Und irgendwie immer weiter gegessen. Und Julian blökt hier in meine Aufnahme. Alinas Kopfstimme ist so komisch immer, auch wenn sie ihre Videos hört. Das hört der Fernseher. Und denkt dann, man redet mit ihm, mit dem Fernseher, weil diese Kopfstimme so extrem hoch ist. Langweilig. Ich erkläre es dann noch. Also auf jeden Fall muss ich hier sitzen und mich selbst beschäftigen, weil der Herr guckt Borussia Mönchengladbach gegen den FC Bayern München. Und ist es live, Schatz? Ja. Jetzt wirklich? Ich dachte, er guckt jetzt hier so eine Aufnahme. Naja, auf jeden Fall warte ich jetzt hier gerade, bis er mal fertig ist und wir endlich einen Film gucken. Und in der Zeit habe ich natürlich noch mir was zu tun geholt. Einmal Kinder Country und einmal die allzeit bewährten Kinderriegel. Und nein, ich werde nicht alle essen. Ich werde die Hälfte essen und dann wird es weggepackt in den Schrank. Und die andere Hälfte gibt es nächste Woche. Aber die Milka haben wir aufgegessen. Ja, die Milka-Sachen haben wir alle aufgegessen. Diese kleinen Kügelchen, die ihr vorhin auf dem Tisch gesehen habt, bei den Burgern, die haben wir weggezogen. Der Lebkuchen ist weg. Die andere Schokolade ist weg. Diese Loufflé, diese mit den Huppeln drin und diesem milchigen Schaum drin. Ihr wisst schon, was ich meine. Ist auch aufgegessen. Ja, aber jetzt reicht's auch. So. Jetzt haben wir es spät. 1940. Naja, kommt Expendables 2, hat Alina gerade gesagt, aber ich glaube, das packe ich nicht mehr. Expendables, wird es ausgesprochen? Expendables. Prost. Was hast du zu trinken? Ein Hugo Spritz aus der Dose. Hugo Spritz aus der Dose. Dann und. Ja, Sekunde. Ich wollte erstmal die Getränke zeigen. So, ja, jetzt kommt das Essen. Was ist, wenn die Pommes nicht schmecken? Was macht man dann? Das ist selbstverständlich. Man überbackt sie nochmal schön mit Käse. Ja. So, jetzt kommt Alinas Essen. Bin schon voll dabei.
Es gibt Haribo, ja, sehr lecker. Willst du mal reinfilmen? Sieht sehr gut aus. Mmh. Und so saure Schlangen. Dazu gibt es Kirschen. Ja. Mmh. Ah, die sind doch nicht mehr so, oder? Mmh. Ich liebe, wenn die hart werden. Wenn die nicht mal weich sind. Nicht viel geiler. Und dazu gibt es ein Florida-Sorbet in Cassis. Das ist gut. Mmh. So. Wir haben aber keins mehr für dich dann. Doch, da ist noch dein Maracuja angefangenes Eis. Oder was auch immer. Gucken wir mal. Hast du noch was zu sagen? Over and out.